In Köln-Sülz sind Jule Polanski und Paul Richter auf Streife. Dort macht sich eine verzweifelte Mutter gerade Riesensorgen um ihre Tochter. Hallo. Hallöchen. Mach die Tür auf. Guten Tag. Lass mich rein. Hallo. Ja, guten Tag. Was ist mit Ihnen passiert? Da ist eine ganz Verrückte drin. Die ist mit meiner Tochter jetzt alleine da drin. Die hat mir die Spaghetti ist das übergegossen und hat mich ausgeschlossen. Das ist mein Restaurant. Sie gehören hierhin, okay? Also Sie waren hier drin, weg. Die kamen rein zu Ihnen. Die kamen wieder rein wie eine Furie, brüllte. Tür ist zu, oder? Ja, die hat von innen abgeschlossen. Ich komme nicht rein und meine Tochter ist mit dieser Irren da drin. Moment. Guck mal, der ist so mit so einem Hebel verschlossen. In dem Restaurant wirkt alles friedlich. Doch dann findet Jule Polanski das Opfer auf der Toilette. Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, wie abgebrüht die Täterin gehandelt hat. Was ist denn mit Ihnen passiert? Vorsichtig, können Sie aufstehen? Ja. Kommen Sie ruhig dazu. Kommen Sie mal kurz raus hier. Was ist denn mit Ihnen passiert? Warten Sie mal. Kriegen wir das irgendwie? Ich glaube, wir... Also so schlimm wie es ist, aber wir lassen es erstmal so. Kommen Sie erstmal hier raus. Was ist denn mit Ihnen passiert? Oh, so eine Furie kam auf einmal von hinten und hat meinen Kopf mit richtiger Gewalt ins Klo ge... Brauchen Sie einen Arzt? Nein, alles gut. Wo ist die Frau hin? Wissen Sie das? Ich weiß es gar nicht. Ich habe irgendwas gehört, aber... Und hat die Freundin noch irgendwas zu Ihnen gesagt? Und die hat irgendwas gelabert von Mann und Affäre. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Also Sie kennen die Frau auch gar nicht? Nein, ich kenne die nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Okay. Schatz, Mensch, was ist los mit dir? Was hat denn die Verrückte mit dir gemacht? Mensch, ich habe die Toiletten benutzt und dann kam die von hinten und hat meinen Kopf da reingelegt. Also er muss ja noch irgendwo hier sein. Gibt es denn hier noch irgendwo einen anderen Ausgang? Das ist noch der Hinterhof. Ja. Okay, ja, da gehen wir da mal gucken, oder? Keller geht nicht weiter, ja? Nein, da kann auch niemand. So, dann gucken wir doch mal. Hinterhof ist hier. Da rammelt was? Ja. Hallo, die junge Dame, wo geht's denn hin? Ich fahr da gleich runter. Vorsicht, bevor Sie sich noch wehtun. So, einmal hier runterkommen, sonst kriegt Pfeffer ins Gesicht. Ja. So, haben Sie uns da gerade mit der Pfanne versucht zu bedrohen, ne? Nee, die lag nur da. Die lag nur hier, ja. So, was? So, locker bleiben, ein Stück zurück von der Kollegin. Was ist denn hier los? Erzählen Sie mal. Mein Mann hat eine Affäre mit der Kellnerin hier. Und ich bin ein bisschen sauer und bin da ein bisschen wütend gerade gewesen. Und ihr wollt jetzt kurz mal schauen, was da auf der anderen Seite von der Mauer ist, sozusagen. Weg. Haben Sie einen Personalausweis für mich erstmal? Ja. Wenn ich überhaupt weiß, wer Sie sind. Christine. Frau Mansholt. Soll ich mal? Ja. Ach, und meld uns mal an, ich habe noch gar nichts gesagt. Dann stürmen Sie hierher. Greifen zwei Frauen an? Ja, die eine stand mir im Weg. Also das, und die hatte zufällig Nudeln dabei. Achso, ja, das haben wir gesehen, dass die Nudeln dabei hatte. Und jetzt. Ja, und dieses Mädchen hat. Die macht sich an meinen Mann ran. Das geht gar nicht. Woher wissen Sie das? Ja, weil mein Mann Tim permanent nach hier kommt und permanent hier ist. Okay. Und wer sollte dann sonst. Okay. Trotz des Geständnisses der eifersüchtigen Frau ist der Einsatz noch lange nicht beendet. Denn als die Beamten das Opfer mit den Vorwürfen konfrontieren, fällt die junge Dame aus allen Wolken. Ja, das ist das Flinchen, was mit meinem Mann... So, Frau Mansholt, Flinchen, lass mal sein, das ist aber eine andere Anzeige. Was ist hier los? So, wer sind Sie denn, die Herrschaften? Wir sind Stammgäste, wir hatten hier offen, wir sind... Gut, alles klar. Fast jeden Tag zu herzlich willkommen, wir hatten einen kleinen Zwischenfall. Kommen die Damen mal gerade an mich ran? Was ist denn hier los? Die junge Dame erzählte mir gerade eine Geschichte oder uns eine Geschichte, Frau Fenchel, dass sie also eine Affäre mit ihrem Göttergatten hätten. Mit dem Tim. Kennen Sie den Tim? Also, das ist doch nicht auf keinen Fall. Ich habe einen Freund seit einem Jahr, mit dem ich auch zusammen wohne und kann ich Ihnen auch beweisen, dass mein Freund. Ja. Okay. Ist das Ihr Tim? Nee. Und das ist jetzt nicht mein Tim. Nee. Der heißt auch Tim oder was? Ja, das können wir bestätigen. Das ist ein Freund. Sie kennen ihn, ja. Das erzählt doch Chris. Entschuldigung, bei allem Respekt, aber wenn ich mit Ihrem Mann was hätte, dann das könnte ja glatt mein Vater sein. Die eifersüchtige 39-Jährige glaubt der jungen Frau kein Wort. Sie ist immer noch so von der Untreue ihres Mannes überzeugt, dass sie ihrer Wut erneut freien Lauf lässt. So, es gibt den nächsten Satz. Was machst du denn hier? Einmal auf den Arsch setzen.
So, danke schön. Blumen weg. Ich gehe jetzt richtig in Annahme, dass Sie Ihr Mann sind, der Tim? Ich bin Tim, ja. Herr Mannhold, sozusagen. Herr Mannhold, ja. Ich bin ein bisschen überrascht, weil was macht meine Frau hier und was also ist hier los? Also ihre was Frau, machst du hier? Also ich kläre sie jetzt mal kurz auf. Ihre Frau ist hierher gekommen, hat die Vermutung, dass sie eine Affäre mit der jungen Dame da hinten haben, weil sie so oft jetzt hier waren und deswegen ist ihr etwas aufbrausend gewesen. Der Mann der Täterin war tatsächlich öfter in dem Restaurant und hat dabei mit der jungen Bedienung Zeit verbracht. Die Gründe hierfür sind jedoch noch unklar. Können Sie denn hier irgendwie Licht ins Dunkle bringen, warum Sie öfters hier sind? Das kann ich. Das kann ich in der Tat. Sie haben mir die Klobürste in die Haare gedrückt. Ach, das tut mir alles so leid. Christine, du bist bitte, bitte ruhig. Ich kann das alles auflösen. Das tut mir sehr leid. Es ist folgendermaßen. Die junge Dame hat mir in den letzten 2 Wochen sehr geholfen, eine Überraschungsparty, eine Überraschungsfeier für meine Frau vorzubereiten. Sie wird 40 Jahre und ich hatte das ein bisschen mit ihr geplant und sie hat mir dabei helfen wollen und mir geholfen, das vorzubereiten. Deswegen waren auch die Blumen, die waren für sie, weil sie das alles vorbereitet hat. Das sollte jetzt stattfinden. Ich muss nicht darunter leiden, super. Ja. Ach, also, zu den Damen, kurze Frage. Ja. Möchten Sie, ich fahre kurz dazwischen, Anzeige erstatten? Ja. Ja, auf jeden Fall. Machen wir. Ja. Reinigungskosten werden auch zulasten der Frau Mannshold gehen. Ja. Von Ihnen wurde ja keiner geschädigt. Ne? Von den, sie kam ja erst später dazu. Nein. Alles klar. Ja, jetzt so eine Frage an Sie. Jetzt wurden Sie ja gerade mit dem Blumenstrauß erwischt, aber das ist Ihnen... Alles nicht so schlimm, alles gut. Wichtig ist, dass wir das auflösen können hier. Also ja, das ist mir auch wichtig. Ja, natürlich. So, Frau Mannshold, ich muss Sie trotz allem belehren, Sie sind beschuldigt im Strafverfahren. Die beiden Damen möchten Anzeige erstatten gegen Sie. Es tut mir so leid, ich habe das nicht gewusst. Die Ehefrau wird wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.